Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Football Manager 2020 zusammen mit dem Jan und dem Micha. Hi. Hi. Moin. Wir sind in Folge 2, ich verpiesel mich, ihr könnt alle weg und September übrigens, Leute, heute der Monat September dran, wird geil. In der letzten Folge, um nochmal aufzufrischen, haben wir das DFB-Pokalspiel gehabt gegen Halberstadt. Das war eigentlich ein Pflichtsieg, haben wir mit 2-0 souverän über die Bühne gebracht. Danach haben wir den Saisonstart gegen Freiburg leider ein bisschen verkackt. Ich beiß mir den Arsch dafür, dass dieses Spiel gegen Freiburg nicht perfekt verlief. Das hätten wir eigentlich gewinnen können. Das ist echt schade, genauso wie gegen Gladbach. Gegen Jan habe ich in der letzten Folge gespielt. Ja, es wäre mehr drin gewesen. Das hätten wir gewinnen müssen. Gegen Bayern kann man vom Glück reden, dass es nur 1-0 für Bayern ausgegangen ist, aber auch da waren wir auch nicht so schlecht. Oh, Hicklitz. Wäre ganz nett, wenn wir uns mal dafür belohnen, Mann. Dreck! Ein bisschen mehr vom Spiel haben wir. Wir belohnen uns nicht. Das ist scheiße. Ich brauche nur die 3 Punkte. Mehr nicht. Egal wie. Ach, nur 3. Ja! Da ist das 1-0. Oh, da habe ich auch mein 1-0 geschossen. 66. Spielminute. Wir gehen schon mal in Führung und das ist auch verdient. 8-4 Schüsse, 4-2 aufs Tor. Wir spielen auch fairer, weniger Fouls. Hm? Ja. Außerdem. Boah. Du hast doch von DFB-Pokal gewonnen. Ich hab geschluckt. Ja, Alter, ohne Spaß. Hallo, 2-0. In der Liga! 5 Minuten noch, das ist ein Fehlpass, den ich vermeiden wollte. Alter! Lol. Irgendwie erinnert mich das Spiel an ein anderes Spiel. Ja, immerhin ein Punkt. Aber das stellt mich nicht zufrieden, das ist... Wir hätten deutlich mehr draus machen können. Und ein Unentschieden wäre am geilsten. Spiel besteht wieder nur aus Hicklitz. Burgstaller! Mike, mach auf sehr offensiv. Ja. Oh Gott. Wenn du so schießt, kannst du gerne weitermachen. Ich komme dann so in der 94. Mach dann das 1-0, okay? Nix da. Scheiße, dass irgendwie dann doch läuft. Oh. Alter! Ich habe gerade gesagt, Müller macht einen super Job, hat er auch hier wieder getan. Und trotzdem war es noch richtig knapp. Junge, was da los? Aber jetzt haben wir die Hegel jetzt mal kurz ausgeschaltet. Und da ist es! Was? Freistoßtor! Daniel Caligiuri! 1-0 in der 23. Minute. Ja, was für ein für geiles ein Tor. Hammer. Wir lassen uns zu leicht den Ball wegnehmen. Und da! Das war ein krasses Tor. Mit was für einem Tor zum 2-0. Ja, 35. Mainz Minute. Mainz wird tatsächlich abgeschossen. Ich tippe 5-0. Spiel ihn mal da auf die Außen. Genau so. So will ich das sehen. Schöne Passstaffette. Jetzt Richtung Tor. Das, oh, das gibt es doch nicht. Mehr Glück als Verstand für Mainz. Bloß nicht noch eins. Oh, oh Mainz. Achtung. Mainz kommt immer mehr und mehr ins Spiel. Da ist das Licht. Oh, haben wir ein Glück. Das ist echt mies. Also eigentlich müsste Schalke wirklich schon 3-4-0 führen. Ja, du übertreibst immer komplett, finde ich. Nein, also die hatten die Chancen dafür mega. Und so, jetzt nochmal. Leicht wäre ein 3-1 oder ein 4-1 oder so, aber... Ja, ich finde eigentlich, dass Schalke so 12-1 hätte führen müssen. So nein. Mit den okay, das geht, da geht nichts. Jetzt, da ist das 3-0. Magut, gerade eingewechselt, macht das 3-0. Das dürfte der Sieg jetzt sein. Und, wir gewinnen 3-0 gegen Mike. Gegen Wolfsburg, wird nicht viel besser wahrscheinlich. Oh, 1-0. Was ist verbuggt? Oh Mann, Alter. Was ein Scheiß. Hicke. Halbzeit, es läuft gar nicht. Keine Ahnung, also wir spielen mit, aber machen tun wir irgendwie nichts. Sie führen nur 1-0, das ist also noch machbar. Ja, aber da, also es ist, wenn jetzt was passieren würde, aber ja, da passiert was. Da passiert was. Oh! Immer diese Mannschaften, die gar keine Chance haben und dann plötzlich ein Tor machen wie gegen
Ich nehme das mal zur Kenntnis. Ach, du nimmst das zur Kenntnis, das ist 1-1, das ist mega. Auch wenn mich das noch nicht glücklich macht. Jetzt. So muss man in die Zweikämpfe gehen. Das ist ein Tor! Oh. Wenn der drin wäre, hätte ich sowas von Waste-Taktik gemacht. Packst das? Ah, weiß ich nicht. Ah, das ist bitter. Deswegen habe ich mich auch vorhin noch nicht so sehr gefreut. Jetzt! Jetzt! Alter, ja. Irgendwie der Schiri hat nichts zu bemängeln. 2 zu 2, das ging schnell. Das ging schnell, das ist gut so. Oh, Bözius läuft da durch alle durch. Kunde! Weiß ich nicht, wir erobern die Bälle. Oh ja, 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 ja. Oh, muss er in die Mitte jetzt spielen. Die Tore fallen. Du hast doch sogar mehr aufs Tor. Du bist deutlich die Beste. Alter. Du müsstest 3 Tore mehr haben. Ja, wollte ich auch gerade sagen, aber ich dachte, ja, komm. Ja, ich mach sowieso ein Tor, siehst du es? Jetzt der Querpass. Er will einfach selber schießen. Das ist so dumm, Alter. Nicht mal eine Flanke macht der Typ. 2 Schüsse mehr aufs Tor als die, also hätte ich locker 4 Tore mehr machen müssen. Ja, mindestens. Ah, Mann, ey. 2-2, ich bin nicht zufrieden, Mann. Es ist 2 gegen Platz 2 und unentschieden, so, ja. Aber es ist halt trotzdem scheiße einfach. Das bringt uns genauso wenig voran, das ist immer noch nicht der erste Saisonsieg. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nämlich ein Overlay runtergeladen, wie ihr das hier seht. Ja, mit diesem Overlay werden wir probieren, die ersten Spiele zu bestreiten. Der Oktober sollte ein machbarer Monat werden. Hier müssen Punkte her. Erster Saisonsieg auf jeden Fall will ich hier im Oktober schaffen. Paderborn, Düsseldorf, Köln ist... Einer davon muss gewonnen werden. Ich habe mir aber eine Taktik geholt, das ist die hier. Die ist auch ein bisschen so auf Pressing ausgelegt. Ich lade die einfach mal rein und dann wird die automatisch von der Mannschaft ein bisschen trainiert. Falls das jetzt gegen Paderborn, gegen, ich sag mal, vermeintlich einfache Gegner nicht so läuft, wie ich das mir vorgestellt habe und wir keine Punkte einfahren, dann werde ich auf die andere Taktik mal kurz umswitchen und die mal austesten. Also gegen Paderborn habe ich ja 7-0 gewonnen. Das schaffst du ja wohl auch. So, damit geht es los. Paderborn gegen Mainz. Und ich bin gespannt. Das ist natürlich ein Pflichtsieg für uns jetzt eigentlich. Aber es läuft bisher nicht gut. Und deswegen... Ja. Alles unter einem 7-0... wäre für mich enttäuschend. Jetzt die erste Chance für uns. Er rennt da ganz nach außen. Und da ist es in der dritten Minute schon das 1-0. Naja, wenn man 8 Tore schießen will, muss man... Alter, halt die Fresse, Mann. Ich will keine 8 Tore schießen. Warum nicht? Ich stelle jetzt, glaube ich, auf Time Waste. Ja. Mike will ein Tor mehr als der Gegner ja, schießen. Ja, genau. Aber dafür haben sie noch zu wenig gelbe Karten. Oh, oh, ins eigene Tor! Oh, Mann. Ja, jetzt endlich mal wieder. Jetzt komm, der geht da durch. Und ballert wie ein Irrer übers Tor. Ja, er rennt einfach. Gib ihm, gib ihm. Als ob. Und Micha ist auch noch gegen mich. Der Knoten platzt noch nicht so richtig. Onisivo, jetzt komm bitte. Das ist eine... 1000-prozentige. Alter, ui, was ui, ui. War das denn? Da kann der Torwart nichts mehr machen. Aber dass das überhaupt möglich ist in diesem Spiel. Bözius. Rune Murden. Oh. Nein, nicht schon wieder ein Konter. Geht doch wenigstens dazwischen. Das gibt's nicht. Mike. Jetzt. 3-2. Oh. Oh. Ja, keine Ahnung, Leute. Das war's auf jeden Fall. 3-1 gegen Paderborn verloren. Das ist einfach bitter. Kacke. Das, ja, weiß ich, was ich da jetzt noch machen kann. Und da geht's los. Gegen Düsseldorf. Mainz gegen Düsseldorf auswärts. Mal wieder. Hartes Spiel. Viele Verletzte. Keine Ahnung. Und auch hier fällt das 1-0. Düsseldorf macht es. Wer denn sonst? Bisher noch nichts passiert.
Wenn dann sich Ballbesitzstaffetten von Düsseldorf. Ja, und jetzt kommt das 1-0. Videoschiedsrichter gibt Elfmeter für Mainz 05. Den machst du rein, oben links. Ich habe den ersten schon reingemacht, das heißt wahrscheinlich er verschießt. Aber ich sag nichts. Ho. Ich nehme alles zurück, bitte mach ihn einfach. Onisivo. Ja. Unten rechts. Fast. Komplett die andere Ecke quasi. Aber komplett egal. 1-1. Wichtig vor der Halbzeit. Ist gar nicht mal so unverdient. Halbzeit. 5-5 Schüsse, 3-2 aufs Tor. Wir haben einen Elfmeter gebraucht dafür, aber wir haben immerhin ein Tor gemacht. Und Elfmeter für Düsseldorf. Ein Torwart hält. Das ist der Ersatztorhüter auch noch, glaube ich. Oder nee, ist schon Müller fit. Unten rechts, 2-1. Ich hasse dieses Spiel. Oh, es ist das 2-2 für Mainz. Und wird direkt zurückgenommen. Abseits. Das war's. Es ist sowieso kein Sieg. Es wäre, wenn dann, unentschieden gewesen. Aber nicht mal das ist einem gegönnt. Keine Ahnung. Mainz, Köln, zu Hause. Endlich mal wieder zu Hause, muss man auch sagen. Zu Hause waren wir immer ein bisschen besser da. Immer ein bisschen da, weißt schon, ne? Ole! Ole! Ich singe jetzt so lange, bis die Kölner ein Tor machen. Das ist ja nicht lange. Auf geht's, Mainz 05. Oh, hey, Elfmeter. Bisher nur Mainz am Drücker. Oh, solche Chancen immer vergeben. Das ist kein Wunder, dass man die Spiele nicht gewinnt. Auf geht's, Mainz, schießt der Tor, schießt der Tor. Jetzt Burkhardt. Ah, Mann, die Dinger gehen nicht rein! Jetzt Brosinski. Oh, Mann, ey! Was ist es? Jetzt ist es. Ja! Burkhardt. Da ist das du. Jonathan! Und da ist auch schon der 17. Platz. Ist das nicht geil? Ja, genau. Jinx, jetzt alles am besten. Ja, Alter, ich habe so viele Schüsse aufs Tor, wie die überhaupt Schüsse haben. Ich müsste mindestens schon 3-0 führen. Ja, weiß ich. Ja, dass du das weißt, ist mir schon klar. Jetzt wurde Spaß Timo in diesem Spiel. Mit der besten Bewertung. In diesem Spiel haben wir echt viele Chancen gehabt. War eine gute erste Hälfte. Wenn wir so weitermachen, sollte es ein Sieg werden. Jetzt zu Nali, ja, spiel in die Mitte! Du Hund! Also in diesem Spiel faulen wir wie die Irren. Ja, lol! Pff, was war das denn? Alter, ist es wahr? Gewinnt Mainz? Zum ersten Mal in dieser Saison. Hack! Oh, der muss ja den. Der muss so rennen. Ja! Alter, Mike, du bist fast vor Leipzig. DFB-Pokal, das ist die Aufstellung. So sieht es aus. Wird ein heißes Spiel. Ich denke nicht, dass das ein Spaziergang wird für uns. Aber ja, also ich weiß nicht, ob ich da so Wert drauf lege, dass wir jetzt hier weiterkommen. Ist natürlich der Favorit. Ist natürlich ganz nett, wenn man hier weiterkommt. Aber gibt Geld, ist für die Formkurve gut, für die Moral. Ja, nice, jetzt hat er sich verletzt. Ich sag ja, lauter Verletzungen hier. Okay, dann spielen wir in Unterzahl, das ist ja klasse. Ach, Leute. Nice, Mike, in die Verlängerung ja, gerettet. Halt dein Mund. Okay, dann fangen wir an, Leute. Boajusu Jasu 1-0. Sag den Namen nochmal. Kann ich nicht. Hack! Ja, voll easy. Oh, Türspitz! Da ist auch Türpitz. Spitz! Nein. Türpitz! Spitz! Türpitz! Dann hab ich mich ja doch verlesen. Scheiße. Upsi. Obiada, Ex-Braunschweiger. Ja. Arschloch. Was denn das? Ja, den kann ich auch mal nachlegen. Ja, das ist echt scheiße. Boah, Alter. Wahrscheinlich so 200. Bakarata.
Aha. Holy shit. Also es ist sehr halt traurig, ne, wenn wir diese 900 Minuten... Oh, Alter, war das Alter. Knapp. Kunde verwandelt sicher. Er verwandelt sicher. Wenn wir diese 900 Minuten umsonst gespielt hätten... Oh, wenn wir diese 900 Minuten umsonst gespielt hätten, wäre es halt ziemlich schlecht. Der letzte Elfmeter muss jetzt drin sein. Da haben wir noch mehr Druck. Das ist der Adam. Der Adam. Der Opel Adam. Der Schalloi. Ja, easy. Alter, krass. Gleich schießt mein Torwart. Ich hab den irgendwie als siebten oder so. Oh nein. Jetzt kommt mein Torwart, oder? Nee, das ist der sechste. Ich kann nicht zählen, lol. Weiß nicht. Aber ich. Das ist mal Parker. Ja, ich hoffe, der macht ihn. Du willst dein Torwart schießen sehen. Der, ja. Der hat sich voll beschwert, dass er nicht gespielt hat. Wenn der ihn jetzt nicht macht, dann verkaufe ich den. Ja. Sehr stark. Wieso treffen die ich alle? Seh mein, ich sehe meinen Torwart. Schießen meine alle daneben. Jetzt Behrens, verkackt bitte. Da wird dein Torwart zu melden. Oh. Oh. Jetzt kommt er. Ja. Jetzt, mach ich mit der Hacke. Five. Mach. Warum steht er eigentlich mit dem Rücken zu Er weiß nicht, dass er in die andere Richtung steht. Achso, ja. Alter, ganz, ganz cool. Ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Oh! Ja! Wer schießt jetzt? Der Torwartnummer. Oh ja, der Levin, der ist ein. Der macht ihn auch. Der ist ein ganz sicherer Schütze. Ganz sicherer Schütze. Hab ich schon gewusst, deswegen. Hast du extra aufgepackt. Das wusste ich schon. Das habe ich schon von Anfang an gerochen. Jawohl. Oha. Das ist es, das 10 zu 12. Nice, endlich geschafft. Nach 900 Minuten. Verrückt. So Leute, damit ist die Folge Oktober zu Ende, um Revue passieren zu lassen. War okay. So, und das war's dann für diesen Part. Ich bedanke mich natürlich bei Jan und Mike fürs fleißige Mitmachen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt FM 2020 Koop-Karriere mit Jan und Mike. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.